Hallo und willkommen zu einem neuen Laber-Video. Ja, wenig Inhalt, aber viel Gelaber von mir. Nein, heute geht's mal um die Sache mit dem vorletzten Video. Nicht das letzte, vorletzte. Ich habe mich angemeldet zum JUK 3, also YouTube User Kongress 3. Warum erwähne ich das nochmal? Weil es ja so den einen oder anderen gibt, wo ich ja noch so in den Ohren klingeln habe, ja, wenn du jenes und dieses oder da, oder Berlin ist so weit und keine Ahnung, also es wäre mal eine Möglichkeit und ich fände es auch cool, wenn der ein oder andere käme, einfach mal zu sehen, wie dieses Gesicht zu der Stimme aussieht, also mein Gesicht zu meiner Stimme, also soll heißen, es ist momentan die einzige, einmalige Chance, mich außerhalb von Berlin mal kennenzulernen. Ja, also falls ihr da drauf Bock habt, also ich fände es cool, wirklich, wenn der ein oder andere sagt, ja, ich komme vorbei, um mit dir zu quatschen, keine Ahnung, mir ist fast alles recht, außer Fotos machen und sie auf YouTube stellen. Ja, ich habe da wirklich einen kleinen Knacks mit Fotos und ja. Ansonsten fände ich es schon cool, wenn der ein oder andere sagt, ja, keine Ahnung, er kommt vorbei. Wie gesagt, Kassel ist was anderes außer als Berlin und halt sonst gibt es halt immer die Möglichkeit, wenn ihr mal euch in Berlin rumtreibt. Ich wohne hier. Ich fände es einfach mal cool. Das einfach mal dazu. So, zu den anderen Projekten, die sind jetzt erstmal kurz geeist, also auf Eis gelegt. Den Trödelmarkt muss ich jetzt sehen, wann ich das organisiere. Warum, das ist jetzt momentan, ich kriege irgendwie nicht alle unter den Hut. Es sind nicht gerade viele, aber ich weiß es jetzt nicht. Also der Andrang ist jetzt nicht so groß und ja, war mir aber vorher schon klar. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Wenn ich jetzt sage, ich mache zweimal halt mit zwei kleineren Touren, also die Leute, die eh schon nicht wenig sind, nicht viel sind, dann noch mal zu halbieren, das wären dann so, ja, zwei da und vier da oder so nach dem Motto. Ja gut, merkwürdig. Ja, müsste man gucken. Auf jeden Fall die Idee will ich jetzt noch nicht auch komplett töten. Also Interesse besteht da und ich finde es auch total cool und muss da noch ein bisschen was ausbasteln. Gut, ich muss jetzt auch zugeben, dass ich momentan jetzt gucken muss wegen halt dem YouTube-User-Kongress ein bisschen meine Kohle zusammenhalte. Dass ich da ein bisschen was mache. So. Das sollte jetzt eigentlich nur so kleine Informationen zu dem sein. Was vielleicht noch dem einen oder anderen aufgefallen ist, ich habe aus Versehen das letzte Video in der falschen Quali hochgeladen. Ja, das bleibt jetzt aber oben, weil ist doof. Bleibt oben und die nächsten Videos, also außer diese Labersachen, die ich ja immer mit der anderen Kamera hochlade, die werden jetzt mit einem Codec bearbeitet und aber ja, diesmal mit dem richtigen. Hat für mich echt einen Vorteil, dass ich die Videos hochkriege, also hochgeladen bekomme. Das ist Wahnsinn, also nur wenn man den Codec, also dieses Umkodieren, das dauert ein bisschen, aber nicht so lange wie dieses unkodierte Monster auf YouTube hochzujagen. Das ist ja grauenvoll gewesen, also. Ja, ich kodiere jetzt, ja. Ergeben sich weitere Möglichkeiten für mich, ja. Ich kann jetzt auch mit meiner guten Kamera wieder mein Schnittprogramm nutzen. Sofern es denn auf Windows Vista läuft, was ich nicht probiert habe. Müsste ich mal demnächst gucken. Auf jeden Fall, ja, ich kann schon wieder ein bisschen mehr. Also, es wird immer besser. Wahnsinn. Ja, werde ich demnächst anfangen rumzuschneiden wie ein Tier? Ja, nicht. Das brauche ich für andere Sachen. Das kann ich für andere Sachen nutzen. Bei meinem Hauptkanal werden die Schnitte generell wenig bis nicht vorhanden sein. Also ich möchte an diesem Prinzip eigentlich festhalten, weil ich finde es cool und
Ist halt natürlich, ja, brauche ich halt für ein Video 30 mal einen Anlauf. Ah, 15 Minuten. Ach, Kartusch. Ja, ihr versteht schon. Ich hoffe trotzdem, dass ihr weiterhin guckt, dass es euch weiterhin Spaß macht. Und ja. Vielleicht auch mal Lust, ihr Fragen. Wer auch mal was stellt, mal wieder mal mehr Fragen. Momentan, ja, ganz schön wenig los in der Hinsicht. Jetzt die letzte Frage kann ich jetzt hier gleich beantworten. Holst du dir Soundwave von Dark of the Moon und wirst du ein Video machen? Also, sobald ich ihn mal in den Händen kriege und dann passend dazu das Geld habe, ist es höchstwahrscheinlich. Momentan habe ich gar nicht so viele Dark of the Moon Figuren geholt, weil ja, A, ein bisschen finanziell wieder ein bisschen down bin, wie immer, Standard. Und ja, auch nicht allzu doll, was da ist, also das, was mich interessiert hat, sorry, also das, was mich interessiert hat, das habe ich und der Rest kommt erst noch, also dauert, bis ich das alles habe, was mich so interessiert hatte, wenn es überhaupt alles kommt, abwarten. Wie gesagt, paar Sachen kommen, sobald sie bei Genie endlich mal durch sind. Ja. Also da arbeite ich auch noch ein bisschen dran. Hatte ein bisschen auf eure Unterstützung gehofft, aber naja, schade. Hat nicht ganz so funktioniert. Aber auch das war mir fast klar. Trotzdem hoffe ich, ihr habt weiterhin Spaß und ich habe auch Spaß und ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.